Hallo ihr Lieben, Irene hier. Ja, ich habe gerade eine Erkenntnis gekriegt in der Sitzung, die muss ich mit euch teilen, weil das ist einfach der absolute Hammer. Und zwar, es geht um die Matrix und dass in der Matrix oder von der Matrix alles, was es in echt, also wahrhaftig gibt, davon hat die Matrix auch Täuschungen erschaffen. Und das ist jetzt noch nichts Neues, das ist mir schon länger klar und damit arbeite ich auch schon eine ganze Zeit lang. Und da gibt es also Täuschungen bezüglich der eigenen Seelenfrequenzen, bezüglich der Geistführer, bezüglich des göttlichen Funkens, bezüglich anderer Menschen, bezüglich der Quelle und vieles andere, irgendwelche Lichtwesen, Engel und so weiter. Also kann es da Täuschungen von der Matrix geben. Was mir aber neu war, und das hat sich heute gezeigt, Täuschung bezüglich der Erde. Und wir hatten es gerade kürzlich vor ein paar Tagen in einem Zoom-Meeting davon, dass das sich verbinden mit der Erde irgendwie sich nicht richtig, nicht stimmig, komisch anfühlt. Und ich habe also auch seit vielen Jahren das Gefühl, alles das, was man mir verkaufen will, als mich erden sollen und müssen, nee, passt nicht, geht nicht, ist nicht richtig, ist nicht stimmig, fühlt sich für mich total schräg an. Das Einzige, was sich für mich jemals als Erdung richtig angefühlt hat, war Gärtnern, also in der Erde buddeln. Das war gut und alles andere an Erdung fand ich immer total schräg. Und was sich jetzt eben heute gezeigt hat, war die Täuschung der Matrix bezüglich der Erde. Und da hatte ich darum gebeten, dass die gelöst wird und dass wir dann mit der wahrhaftigen Erde verbunden werden. Und ich kann euch sagen, das ist der absolute Hammer. Das fühlt sich vollkommen anders an. Und aus genau dem Grund habe ich mich jetzt entschlossen, mal eben schnell für euch diese Bitten auszusprechen. Und dann bin ich mal sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Lasst uns mal gemeinsam einen tiefen Atemzug nehmen. Wir kommen ganz im Hier und Jetzt an. Zentrieren uns jeder in seinem Hara. Das ist also so ungefähr 2 Finger breit unter dem Bauchnabel, wie so eine Kugel, 10 cm groß im Bauch. Und wir gehen weiter mit unserer Aufmerksamkeit, jeder in sein Herzchakra. Öffnen unsere Herzen, so gut es geht. Du kannst das Bild nehmen von der Knospe, die sich zur Blüte öffnet. Und wir verbinden uns mit der Quelle allen Seins, die vollbewusst und allmächtig ist. Ich werde als erstes eine Bitte aussprechen, um Heilungsbereitschaft herzustellen für diesen Prozess. Wir bitten also die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, für diesen Prozess vollkommene Heilungsbereitschaft, Heilungsfähigkeit und Heilungsannahme auf die bestmögliche Weise für dich herzustellen. Und du bestätigst mit einem Ja bitte. Das Ja bitte geht an die Quelle allen Seins, weil du bist eigentlich ein freies Wesen. Und im Gegensatz zur dunklen Seite ist die Quelle nicht übergriffig, die tut nur, wenn du drum bittest. Und daher dieses Ja bitte. Und in dieses Ja bitte legst du deine volle Kraft und deinen Willen und deine Absicht rein. Also da geht es um Energie. Es geht nicht darum, wie laut oder wie deutlich du das sagst, sondern wirklich um die Energie, dass deine Absicht voll da ist. Okay, dann kann es sein, dass du oder ein Teil von dir mit dieser Täuschung über die Erde dich identifizierst, also dass du glaubst, es gehört irgendwie zu dir oder das ist richtig. Und deswegen lösen wir als nächstes diese Identifikation. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, dass jetzt alle Identifikationen mit dieser vorgetäuschten Erde in dir vollständig in die Quelle allen Seins erlöst und transformiert werden und dass du davon vollständig befreit wirst,
mit allen Folgen und allen Folgen der Folgen und immer so weiter, die jemals daraus entstanden sind. Ein Ja bitte von dir. Und dann kommen wir jetzt zu dem Eigentlichen, nämlich die Täuschung der Matrix lösen. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, dass jetzt alle Täuschungen der Matrix bezüglich der Erde für dich vollständig in die Quelle allen Seins erlöst und transformiert werden und dass du davon vollständig befreit wirst mit allen Folgen und allen Folgen der Folgen und immer so weiter, die jemals daraus entstanden sind. Ein Ja bitte von dir dazu. Und nun verbinden wir die wahrhaftige Erde mit dir oder dich mit ihr, so rum. Wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, dass du jetzt mit der wahrhaftigen Erde auf die bestmögliche Weise verbunden wirst. Und auch dazu ein Ja bitte von dir. Ja, und sicherheitshalber, wir bitten die Quelle allen Seins von ganzem Herzen darum, dass alles, was dem entgegenwirkt, vollständig in die Quelle allen Seins erlöst und transformiert wird und dass du davon vollständig befreit wirst mit allen Folgen und allen Folgen der Folgen und immer so weiter, die jemals daraus entstanden sind. Ja, ich teste damit, sollte das gut sein? Ich bin sehr gespannt, wie es euch allen damit geht. Gebt mir gerne eine Rückmeldung darüber, wie ihr das empfindet. Und ja, ich wünsche euch eine ganz gute Zeit. Tschüss, eure Irene.